Manchmal würde ich gerne in die Innovationsküche von Essex in Kobe in Japan schauen. Was die Jungs da in den letzten 15 Monaten rausgehauen haben, ist wirklich Wahnsinn. An neuen Modellen, aber auch wirklich an ganz neuen Konzeptionen und Materialien. Hier haben wir den neuen Essex Nova Blast, ganz frisch aus der Kiste, aus dem Karton, hier noch ungelaufen. Und der Nova Blast hat diesen Flight Foam Nova Blast Mittelsohlenschaum. Man sieht das hier, die Sohle ist wirklich ja fett, wie wir im Testläufer-Jargon sagen. Die hat 30 bis 32 mm, je nach Version Damen- und Herrenschuh, unter der Ferse und eine Sprengung von 10 mm. Also eine klassische Sprengung für einen Trainingslaufschuh. Aber man sieht schon, die Sohle ist sehr weit ausgestellt und es gibt den Eindruck, als sei dieser Schuh sehr voluminös und schwer, ist er aber überhaupt nicht. Wiegt in der Herrenversion lediglich 260 Gramm, in der Damenversion 220 Gramm. Mithin ein leichter Trainings- und Wettkampfschuh und unsere Testläufer haben bestätigt, mit dem Schuh kann man hervorragend schneller laufen, schnelleres Trainingstempo laufen auf 4 Minuten 30 pro Kilometer oder bis unter 4 Minuten Tempo pro Kilometer, macht der Schuh hervorragend mit, ist super flexibel und hat auch durch diese angedeutete Rockerkonstruktion, diese aufgebogene vordere Sohlenpartie, ein wirklich hohes Dynamikpotenzial. Das heißt, man kann auch wirklich im höheren Tempobereich sehr gut mit dem Schuh laufen. Er ist geeignet für effiziente Läufer und für Neutralfußläufer. Das heißt für Läufer ohne biomechanische Anforderungen an den Schuh. Denn der Schuh ist sehr flexibel. Man merkt das schon, wenn man ihn mal in der Hand hier tordiert oder auch flext. Mithin ist der Schuh nichts für Läufer, die Überpronationsprobleme haben oder einen stabilisierenden Schuh benötigen für ihren Abrollvorgang des Fußes. Was einem zunächst auffällt, das sollte einen nicht irritieren bei der Anprobe. Man sieht das hier schon, die Sohle ist hier hinten sehr weit ausgestellt. Und das merkt man, wenn man den Schuh anprobiert und die ersten Schritte damit geht, dann bremst die Sohle sozusagen hier hinten fast ein wenig ab. Ergibt sich aber beim Laufen überhaupt nicht. Im Gegenteil, da leitet diese ausgestellte Sohle hier dann hervorragend sanft den Abrollvorgang ein und man hat ein wirklich tolles, rundes Laufgefühl, was durch den weichen Mittelsohlenschaum geprägt ist und man hat also eine hervorragende Dämpfung und gleichzeitig eine hohe Energierückführung. Mithin geeignet ist der Schuh für Läufer, die biomechanisch effizient sind, die gerne mal schneller unterwegs sind und vor allen Dingen, die auch hauptsächlich auf festem Untergrund laufen, denn die Sohle ist hervorragend geeignet für Asphalt, taugt aber mit dieser geringen Profilierung weniger für Trails, zumal sie auch in der seitlichen Richtung wenig Stabilität bietet. Das heißt, wenn man auf der Schräge läuft oder im Trail irgendwo Halt braucht, das bietet der Schuh nicht, dafür ist er nicht hergestellt worden. Aber ansonsten ist das wirklich eine sehr bemerkenswerte Neukonstruktion, gerade durch diesen Nova Blast Schaum hier, Flight Foam Nova Blast, das ist also super. Wir haben also wenige Schäume derzeit gehabt, die so energierückführend sind und so ein energetisches Laufgefühl vermitteln wie bei dem neuen Nova Blast. Also eine absolute Empfehlung von so einem Runner's World Test Team.